vom Stadtmuseum Unterschleißheim. Hallo, vor allem in der Bildersammlung Graf, in der wir uns hier befinden. Wir schauen uns mal heute eines der Bilder ganz genau an. Es handelt sich um dieses Ölbild von Karl Kaltenloser, einem Münchner Maler. Ein betriebgedecktes Bauernhaus vor strahlend blauem Himmel und auf saftig grüner Wiese. Noch mehr ländliche Idylle hätte der Maler kaum in einem einzigen Bild darstellen können. Doch bei genauem Hinsehen wird deutlich, das Bild zeigt uns noch einiges mehr. Im Zentrum steht, unverkennbar, das große Bauernhaus mit dem Rebdach. Davor drei Bäume, deren Schatten sich auf dem Dach abzeichnen. Auch Bäume, die am linken Bildrand selbst nicht mehr zu sehen sind, werfen ihre Schatten. Im Zusammenhang mit den Wolken oben am Himmel erwecken sie den Eindruck, als würde ein sanfter Windhauch in der Luft liegen. Diesen Windhauch spürt sicherlich auch hier unten der Schäfer mit seinem Hund und der Herde, der hier des Weges kommt. Dieses zeichnerische und gestalterische Element bringt ebenfalls Bewegung in das Bild. Schauen Sie mal ganz genau, die Herde umfasst so viele Tiere, dass sie nicht alle auf die Leinwand gepasst haben. Der Schäfer muss quasi weiterlaufen, damit man die volle Größe seiner Herde sehen kann. Im Blick hat er seine Tiere jedoch nicht. Sein Blick scheint, ganz im Gegenteil, an diesen beiden Gestalten zu kleben. Aufgrund des Größenunterschiedes der beiden könnte es sich um eine Mutter und ihre Tochter handeln. Doch das erschließt sich selbst dem aufmerksamsten Betrachter nicht wirklich. Es bleiben also bei aller Betrachtung noch immer Fragen offen. Schauen wir uns das Bild nun in einem größeren zeitlichen Kontext an, dann verstärkt sich der Eindruck, dass bewusst ein Idyll gezeigt werden sollte. Denn diese Art des Hausbaus, vor allem die Art des Dachdeckens, verschwand Anfang des 20. Jahrhunderts, also in der Zeit, in der das Bild gemalt wurde. Vielleicht wollte Kaltenloser also auch etwas Vergangenes in Erinnerung behalten, in einer Zeit der großen Veränderungen.